Ab dem 1. Januar 2025 beginnt die E-Rechnungspflicht. Eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung in einem strukturierten Format. Das heißt nicht das, was wir klassischerweise als elektronische Rechnung verstehen würden, also ein PDF-Dokument, sondern tatsächlich ein gesetzlich vorgeschriebenes Dateiformat. In Zukunft müssen die Rechnungen entweder als X-Rechnung oder als Zugpferdrechnung ausgestellt werden. Ab dem 1. Januar 2025 gibt es erstmal nur die gesetzliche Verpflichtung, solche Rechnungen empfangen zu können. Und da man sowohl X-Rechnungen als auch Zugpferdrechnungen einfach per E-Mail versenden kann, reicht es, wenn du einfach eine E-Mail-Adresse hast für den Empfang. Und damit ändert sich für dich erstmal gar nichts, zumindest im Jahr 2025. Ab dem Jahr 2027 bzw. 2028 musst du dann auch X-Rechnungen oder Zugpferdrechnungen ausstellen. Da das Ganze aber sowieso kommen wird, ist eigentlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich einfach einmal mit seinen Buchhaltungsprozessen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man das Ganze digital und automatisiert hinbekommt. Falls du übrigens beim Thema E-Rechnung Angst vor zu hohen Kosten hast, schau dir mal das Video an, was ich dir hier oben rechts verlinke. Da habe ich dir so ein paar Lösungen vorgestellt, mit denen du kostenlos E-Rechnung erstellen kannst. In diesem Video wollen wir einmal die Frage klären, was das bessere Rechnungsformat ist. In der Vergangenheit war nie geregelt, in welchem Format eigentlich so eine Rechnung ausgestellt sein muss. Da war immer nur geregelt, welche Angaben in so einer Rechnung stehen muss. Also Adresse vom Leistungserbringer, Empfänger, Datum, Leistungsdatum und so weiter. Das heißt, das war schon immer geregelt, aber welches Dateiformat, das war noch nie geregelt. Und jetzt gibt es X-Rechnung oder Zugpferdrechnung. Und einsteigen in den Vergleich möchte ich mit einer PDF-Rechnung. Eine PDF-Rechnung ist keine E-Rechnung, ist deswegen in Zukunft nicht mehr erlaubt. Aber 2 bzw. 3 Jahre kannst du auch noch PDF-Rechnungen verschicken. Und ganz ehrlich, für die allermeisten von uns ist das PDF die Ausgangsbasis. Und wir schauen uns so eine PDF-Datei einfach einmal an. So, wir sind hier in meinem Ordner und wir sehen 3 Rechnungen. Und zwar 3 unterschiedliche Rechnungen, weil es 3 unterschiedliche Dateiformate sind. Und wir gucken uns als erstes einmal die Rechnung 26 an. Das ist ehrlicherweise erstmal relativ unspektakulär. Und zwar ist das eine einfache PDF-Rechnung. Das heißt, genau so eine PDF-Rechnung, wie wir sie einfach kennen. Hier steht der Rechnungsempfänger, der Dienstleister, die Rechnungsnummer und so weiter. Das ist eine ganz normale PDF-Rechnung. Die kann ich so verarbeiten, wenn ich sie so bekomme. Die kann ich von mir aus ausdrucken. Ganz wichtig, falls das irgendjemand von euch erwartet, du musst eine Rechnung, die du digital erhältst, nicht ausdrucken. Also das Original ist denn das PDF, was du bekommen hast. Du musst solche Rechnungen nicht ausdrucken. Ja, und die Rechnung kannst du ganz normal optisch lesen. Das heißt, die kannst du anschauen, du kannst hier unten die Kontoverbindungen anschauen, du kannst das Geld einfach überweisen und das war's. So einfach war die Vergangenheit. Zumindest war dieses Rechnungsformat für uns als Menschen ganz praktisch. Buchhaltungsprogramme hatten damit tatsächlich immer wieder Probleme. Ich meine, die Rechnung ist jetzt nicht großartig designt, die ist relativ klar strukturiert und hat auch gute Kontraste. Es ist aber tatsächlich so, dass diese Rechnung optisch gelesen werden muss, weil es wie eine Bilddatei ist. Und Buchhaltungsprogramme tun sich damit zum Teil schwer, weil diese Rechnungen einfach unterschiedlich strukturiert sind. Manchmal haben die unterschiedlich Farben, noch Logo, Darstellung und so weiter. Das heißt, Buchhaltungsprogramme erkennen nicht zwingend, was da drin steht. Und dann steht die Leistungsbeschreibung einmal rechts oben, einmal in der Mitte, einmal unten. Die Kontoverbindung steht jedes Mal woanders und so weiter. Das heißt, Buchhaltungsprogramme haben damit durchaus manchmal so Herausforderungen gehabt. Und deswegen gibt es jetzt die beiden neuen Dateiformate. Und das erste neue Dateiformat, was wir uns anschauen wollen, ist die X-Rechnung. Die X-Rechnung ist quasi der komplette Gegensatz zur PDF-Rechnung, weil die X-Rechnung ein rein maschinenlesbares Format ist. Letztendlich ist die X-Rechnung eine XML-Datei. Das heißt, sieht so ein bisschen aus wie Computercode. Und in diesem Code sind alle Informationen enthalten, die auch auf so einer Rechnung stehen. Also Leistungsbeschreibung, Leistungsdatum, Rechnungsempfänger und so weiter. All das steht in diesem Code drin. Und das können Maschinen wahnsinnig gut auslesen. Das heißt, diese Rechnungen im XML-Format kann man einfach in sein Buchhaltungsprogramm hochladen und dann müssen die Informationen aus dieser Rechnung nicht mehr optisch ausgelesen werden, sondern können einfach direkt verarbeitet werden. Das macht das Ganze also erheblich einfacher für Buchhaltungsprogramme und beschleunigt dann diesen ganzen Buchhaltungsprozess. Und auch eine X-Rechnung schauen wir uns einfach direkt einmal an. Und zwar sind wir hier zurück in meinem Ordner und hier sehen wir einmal die Rechnung 25.xml. Das ist eine X-Rechnung und die können wir auch einmal öffnen und zwar
öffnen wir die einmal im Texteditor und dann sehen wir die Rechnung, die folgendermaßen aussieht. Wie ich gesagt habe, das ist quasi wie Computercode. Und wir können zwar hier theoretisch Informationen rauslesen, wie zum Beispiel Zahlungsbedingungen, Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Dann sehen wir, hier ist mein Name irgendwo mit drin. Das Ganze wird aber relativ schwierig, wenn ich als Kunde eine solche Rechnung erhalte. Weil wenn ich jetzt keine Software habe, mit der ich das Ganze irgendwie vernünftig visualisieren kann, dann ist das gar nicht so einfach herauszufinden, wofür ich jetzt eigentlich was bezahlen soll und wohin ich es bezahlen soll. Das heißt, so eine X-Rechnung ist zwar angenehm für das Buchhaltungsprogramm, aber ehrlicherweise für Menschen eher unfreundlich zu lesen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass dein Kunde ein Rechnungsprogramm, ein Buchhaltungsprogramm hat, dann ist dieses Format nicht so besonders zu empfehlen, weil du halt Gefahr läufst, unter Umständen ja, dein Geld nicht zu bekommen oder es zu spät zu bekommen, weil dein Kunde einfach mit dieser Datei nichts anfangen kann. Und dafür gibt es eine Hybridform zwischen PDF und XML und das ist die sogenannte Zugpferddatei und die schauen wir uns jetzt auch einmal an. Das Zugpferdformat ist nämlich eine Kombination aus den beiden gesehenen Formaten, also aus einer PDF und einer XML-Datei. Der Mensch kann ganz normal die PDF anschauen und die Maschine kann ganz einfach die XML-Datei auslesen. Das ist eigentlich das Beste aus beiden Welten. Und auch das schauen wir uns einfach einmal an. Und zwar sind wir wieder in meinem Rechnungsordner und hier sehen wir auch die Rechnung 27. Und zwar Rechnung 27.pdf. Das scheint also ein PDF zu sein, genauso wie die Rechnung 26, die wir uns als erstes angeschaut haben. Wenn wir uns jetzt aber die Dateigröße anschauen, sehen wir, diese Rechnung 27 ist ungefähr zumindest so groß wie die XML-Rechnung und die PDF-Rechnung zusammen. Das heißt, das muss irgendwie mehr sein als einfach nur eine PDF-Rechnung. Und auch die öffnen wir einfach einmal und die können wir öffnen mit allen Programmen, mit denen wir auch PDFs öffnen können. Und das machen wir einfach einmal. Und zwar sehen wir dann einfach eine Rechnung, die so aussieht wie eine normale PDF-Rechnung. Es ist soweit auch erstmal einfach nur eine PDF-Rechnung, aber mit einer Besonderheit. Diese PDF-Rechnung hat nämlich eine XML-Datei integriert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher weiß ich denn, dass das keine PDF-Rechnung ist? Weil sie sieht aus wie eine PDF-Rechnung, sie hat die PDF-Endung und sie lässt sich öffnen wie eine PDF. Warum ist das keine PDF? Oder woran kann ich eigentlich erkennen, dass das eine Zugpferdrechnung ist und dass das jetzt eine E-Rechnung ist? Und die Zugpferdrechnung ist ja eine PDF-Rechnung mit angehängter XML-Datei. Und angehängte Informationen oder Dateien können wir uns anschauen, wenn wir hier rechts auf die Büroklammer klicken. Und da sehen wir, dass diese Zugpferdrechnung oder diese PDF-Rechnung tatsächlich einen Anhang hat. Und deswegen ist diese Rechnung keine reine PDF-Rechnung, sondern eben eine Zugpferdrechnung, weil es eine PDF und eine XML-Datei beinhaltet. Und hier können wir diese XML-Datei auch einfach einmal öffnen mit Doppelklick. Und dann sehen wir hier die Rechnungsinformationen, die wir auf dem PDF visuell dargestellt haben, jetzt auch hier im XML-Format. Das bedeutet, dass eine Zugpferdrechnung letztendlich beides beinhaltet. Die Zugpferddatei bedient sowohl den Menschen mit der visuellen Darstellung als auch das Buchhaltungsprogramm mit der XML-Datei. Und letztendlich ist das auch der Grund, warum ich dir empfehlen würde, dass du Zugpferdrechnungen schreibst, weil alle Leute, die noch kein Buchhaltungsprogramm haben oder aber auch die Leute, die gar keine E-Rechnung empfangen müssen, zum Beispiel Endkunden. Wenn du Rechnungen an Endkunden schreibst, dann müssen das keine E-Rechnungen sein. Du möchtest ja aber das Geld trotzdem bekommen. Und dann gibt es ehrlicherweise keinen Sinn, diesen Kunden eine XML-Datei zu schicken. Und was auch umständlich ist, ist, dass du den Endkunden PDF-Rechnung schickst und dann den Unternehmenskunden aber X-Rechnung. Schreib doch einfach all deinen Kunden eine Zugpferdrechnung und diejenigen, die sich gerne das PDF anschauen wollen, die können gerne das PDF anschauen, können damit dann weiterarbeiten und diejenigen, die eine professionelle Software haben, die können mit dem Dateiformat genauso viel anfangen, weil die Software dann einfach die XML-Daten weiter benutzt. Das heißt, letztendlich werden mit der Zugpferddatei alle deine Kunden glücklich und du stellst auch sicher, dass diese Rechnung zügig bezahlt wird, weil sie auf jeden Fall von deinen Kunden gelesen und verarbeitet werden kann, vollkommen egal, wie dein Kunde arbeitet. Es gibt von mir aber einen kleinen Warnhinweis und zwar hat das Zugpferd-Datenformat ein Problem und zwar gibt es ja quasi zwei Dokumente in einem. Was machen wir denn, wenn in der PDF, also in der visuellen Darstellung, etwas anderes steht als in der X-Rechnung? Die Gefahr besteht zumindest theoretisch. Das wird im normalen
Geschäftsverkehr nicht passieren, aber wenn einer betrügerische Absichten hat, wäre es unter Umständen denkbar, dir eine PDF-Rechnung zu schicken, wo quasi eine Kontoverbindung steht oder ein Betrag steht und dann steht er in der XML-Datei, aber der doppelte Betrag beispielsweise. Und wenn du dann persönlich als Mensch die PDF prüfst und sagst, na, die stimmt so, im Hintergrund arbeitet die Maschine aber mit den Informationen aus der XML-Datei und da steht halt der doppelte Betrag drin, dann kann es durchaus sein, dass du da dann aus Versehen zu viel bezahlst. Deswegen solltest du gerade am Anfang darauf achten, dass die Daten, die das Buchhaltungsprogramm aus dem XML-Part übernommen hat, übereinstimmen mit den Informationen, die du einfach visuell auf der PDF oder dem PDF-Anteil der Zugfertrechnung sehen kannst. Zusammengefasst kann man sagen, dass mit der Einführung der E-Rechnungspflicht jetzt so ein paar kleine Dinge umgestellt werden müssen, da jetzt aber nicht erheblich mehr Arbeit auf dich wartet, eher weniger, weil das Buchhaltungsprogramm halt einfach zuverlässiger weiß, was auf diesen Rechnungen steht. Und wenn du ein professionelles Buchhaltungsprogramm verwendest, dann hast du damit ehrlicherweise nicht wirklich Probleme. Wir haben uns ja eben schon die drei Rechnungen mal als reines Dateiformat angeschaut. In der Regel öffne ich diese Rechnungen ja aber nicht auf meinem Desktop oder in einem Ordner, sondern in meinem Buchhaltungsprogramm. Und hier sehen wir die drei Rechnungen. Und zwar gleich als erstes die PDF-Rechnung. Die kann ich hier einfach öffnen, die kann ich mir anschauen, wie ich halt so eine PDF-Rechnung mir anschauen kann. Und dann schauen wir uns die Zugfertrechnung an, die sehen wir hier. Und zwar erkennen wir das daran, dass hier E-Rechnung steht und hier steht Belegformat PDF bzw. Zugpferd. Das heißt, ich weiß, dass das jetzt eine E-Rechnung ist. Ich klicke einmal drauf, sieht vom Aufbau hier in der Visualisierung exakt gleich aus und last but not least die X-Rechnung. Wir klicken einmal drauf, wir sehen auch hier wieder E-Rechnung, Belegformat XML, also X-Rechnung. Wir klicken drauf und auch hier im Buchhaltungsprogramm ist das Ganze für mich so visualisiert wie alle anderen Rechnungen auch. Wenn du ein Buchhaltungsprogramm hast, dann hast du gar kein Problem mit einer Darstellung und irgendwelchen Anhängen zu einer PDF-Datei und so weiter, sondern du kannst einfach hier deine Rechnungen hochladen. Hier steht auch der Hinweis und dann wird dir das Ganze einfach angezeigt, ob das eine E-Rechnung ist oder eben nicht. Aber die Verpflichtung, tatsächlich auch eine E-Rechnung zu haben, die greift ja auch noch gar nicht ab 2025, sondern dann halt erst ab 2027 oder 2028. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema E-Rechnung, Buchhaltung generell, X-Rechnung, Zugpferdrechnung, PDF, was auch immer, schreib mir deine Fragen, deine Kommentare unten in den Kommentarbereich. Und wenn du dir denkst, ah, das Programm sieht cool aus, das will ich auch haben, schau einmal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich es dir verlinkt, da findest du auch ein paar Alternativen oder du klickst einfach direkt hier. Und jetzt könntest du einfach mal ein anderes Video auf diesem Kanal anschauen. Ich habe da so ein paar vorbereitet, so 600, 700, 800 ungefähr. Zum Beispiel das oder das.